Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Overcooked 2. Zusammen mit dem Nexus. Hallihallo. Ja, wir sind immer noch in unserem Campingbus, in unserem Foodtruck unterwegs. Und jetzt bist du runtergefahren. Kevin 2. Aber ich habe da hinten auch noch was gesehen. Und zwar, also da, klar, hier geht's weiter. Aber hier... Ach, die Rampe müssen wir wahrscheinlich erst freischalten. Wollen wir uns das Bonuslevel Kevin 2 angucken? Oder wollen wir... Ist bestimmt schwierig, weil haben wir ja beim ersten schon gesehen, aber angucken kann man sich da. 640 Punkte. Das sind bestimmt auch so extra Sterne, gedünstet. Ne? Wir müssen mal wieder dünsten. Oh Gott. Ich kümmere mich. Zerteile Fleisch oder Gemüse, mische es mit Mehl und dünste es zusammen. Achso, so ein Mehl. Also Fleisch, ja. Oh, backe mein Zahn. Also, wir brauchen als allererstes Karotten und Mehl. Wo ist denn das Mehl? Rechts oben. An dem Tisch. Die müssen gedünstet werden, ne? Ja. Nee, es muss, Ach, die müssen ganz da rein. Nein. Wo ist denn das Mehl? Ich sehe. Achso, da ist es. Das. Du musst das mit dem Mehl zusammen in den Mixer packen. Ah, okay. Ach nein. Jetzt hör auf. Jetzt habe ich mir gerade gemerkt, wo das Zeug ist. Vielleicht habe ich was völlig Falsches gemacht. Ich kümmere mich schon mal um das Fleisch zu. Als nächstes Shrimp. Nee, Fleisch. Das Fleisch habe ich ja schon fertig. Wäre noch welk. Ja, was kann ich dafür? Nix. Das ist ja das Problem. So, Fleisch ist fertig. Danach brauchen wir Fisch. Einfach Fisch. Den Fisch einfach nur dünsten. Schon. Dann als nächstes Karotte. Ich mach die Karotte. Dann kannst du als nächstes den Shrimp machen. Ich mache erstmal die Teller hier gerade. Ja. Ey, jetzt hör doch auf, ich bin doch gerade am Schwimmen, du Idiot. So, der Shrimp ist fertig. So, der Fisch wurde gedünstet. Pass auf da! Ja. Okay. Was brauchen wir als nächstes? Du hast Karotte gemacht, ne? Ja. Ich hab Karotte gemacht. Dann brauchen wir einen Schrimp. Genau. Und Fleisch ist auch schon, Mehl. Ist auch schon gemacht. So, das Fleisch ist fertig. Karotte ist auch gleich schon. Okay. Zack. Und spülen. Zack. Spiele ich schon mal. Achtung, ja. Na, sind beide auch noch fertig. Ach. Dünsten nicht vergessen. Mein Gott, Nexus. Dünsten. Was brauchen wir danach? Fisch, ne? Als nächstes brauchen wir einfach gedünsteten Fisch. Ja. Ich wasche den Zwischenzeit schon mal ab, vor. Wenn der Shrimp fertig ist. Fleisch ist auch fertig. Der Fisch ist auch gleich fertig. Dann mache ich noch mal nochmal geschüsterter Fisch. Genau. Vielleicht schaffen wir das noch. Geh doch weg! Geh doch weg! Du Idiot! Lass mich doch in Ruhe, ey. Der blöde Bauarbeiter, ne? So, den haben wir noch. Hast du noch einen Teller? Achso, Teller ist fertig, okay. Sieben ja, Teller, ich glaub, mein Teller ist fertig. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Yeah. Aber ich bereite trotzdem vor, einfach. Damit ich hier drin bleibe. Ah, knapp. Fast, aber gar nicht so schlecht. Fast geschafft. Wir waren gar nicht so schlecht. Diesmal war ich auch besser. Und ich glaube, ja, in der nächsten Folge wird's besser. Ich glaube, wir sollten halt auch wirklich. Hallo! Stimmt, ich mein, hallo! Ich glaube, wir sollten wirklich. So, wie wir jetzt gerade kommuniziert haben. Ich mache jetzt das. Und.
und so weiter. Schön, schön ruhig bleiben. Vielleicht sollte auch jeder ein Gericht machen. Also, du machst das erste, ich mach das zweite. Oder denkst du, das ist vielleicht eine schlechte Idee? Das kommt, glaube ich, ganz auf die Situation an. Wenn, wenn wir uns Wege sparen, also wenn das so ist, dass du halt sagst, okay, ich kann mich ums ums Kochen und ums Abspülen kümmern und ich kümmere mich ums Schneiden und ums Wegbringen, Gerichte zusammenpacken und wegbringen. Wenn das so räumlich getrennt ist, ich glaube, das hängt vom Level ab, aber... Ja, aber wir gucken mal. Wir kriegen das schon. Wir müssen uns einfach nur ein bisschen synchronisieren und dann... Genau. Dann haut das alles schon hin. Ach klar. Oh, nee. So zum Beispiel, ne? Also, wir brauchen Fleisch und Pasta. Okay, warte, ich gebe dir erst Pasta. Pasta schmeiß her, genau. Ich gebe dir gleich zwei Pasta, weil, ne, das besser ist. Sehr gut. Noch einmal Fleisch. Und nochmal. Oh, shit. Oh, fast. Ja, falsche Schmiss. Juck. Pilze müssen die auch geschnitten werden? Ich glaube schon. Schneid die jetzt einfach mal. Weil das schon mal fürs dritte Gericht. Schmeißt du Nudeln hin? Wie willst du mir denn jetzt einen Teller geben? Ach, du musst sie da draufstellen. Ja. Ah, und ich kann sie dann, ja, okay. Ah, schade, dass du das andere geschafft hast. Okay, Pasta rein, als nächstes kommen Pilze. Dann kommt wieder okay. Siehst du, das meine ich halt, wenn das so getrennt voneinander ist, dann... Ja, aber es klappt ja. Danach kommt Fleisch. Ich kann das Fleisch schon mal schneiden. Ich werf's dir aber noch nicht rüber, damit du nicht zu viele Zutaten hast. Ja, das ist gut. Aber ich kann dir schon mal Nudeln rüberschmeißen, weil die sind ja nicht schlimm. Oh, war jetzt so klar, dass ich wieder daneben schmeiße. Es kommt auf jeden Fall Essen rüber. Ja. In Reihenfolge abgehen. Ja. Komm, schaffe ich noch wenigstens diesen einen Teller. Ja. Sehr gut. So, wenigstens wieder einen zum Anrichten noch hast. Was brauchst du als nächstes? Machst ich habe einmal Fleisch fertig. Okay, dann kann ich jetzt wieder Pilz machen. Nudeln. Abgeben. Ja, hast du noch einen zweiten Nudeln, Teller? Nudeln kannst du nochmal werfen. Ja. Das hast du fertig. Pilze sind Fleisch habe ich fertig. Okay, nochmal Pilze, ja. Pilz ist am Machen. Ich habe zweimal Pilz rübergeschmissen, weil du das als nächstes brauchst. Einmal Pilz ist fertig, Pilz gebe ich dir auch gleich rüber. Ja. So. Brauchst du als nächstes wieder Fleisch, wenn? Achso, Teller? Okay, sind zweimal Pilze fertig. Das ist super. Schmeiß es dir noch rüber, ich weiß nicht, ob du es noch gebrauchen kannst. Ah, ich hätte auch noch einmal Pilz nicht, ne? Fertig gehabt, aber... Wie gesagt, gib die auf jeden Fall ab. Hab ich, beide noch hingekriegt. Ja, gut. 7, 6, 5. So, jetzt mache ich Pilz mit Fleisch. Ja, ist auch nice. Jetzt mache ich mir... Ey, das hat doch super funktioniert, oder nicht? Ja, das war... Das gibt einen Applaus. Das war okay. Ich finde diese Emojis aber auch echt cool. Ne? Hallo? Muss ich echt sagen. Wie gesagt, Hallo ist immer noch mein Liebling. Ich sag gerne Hallo. Ja, ich sag auch immer gerne Hallo. Ich begrüße mich gerne. Wir machen das aber auch gerne. Ne? Wir begrüßen ja gerne, deswegen sind wir YouTuber. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Okay, jetzt geht's wieder runter.
aber genau in die Richtung, ne? Komisch, weil da oben war das Rote. Ja, siehst du, wir gehen jetzt halt weiter nach unten, wir gehen weiter nach unten und vergessen ganz, dass hier oben dann diese Rampe ist. Ja, das könnte, also das heißt, es gibt bestimmt später versteckte Inhalte. So wie du schon sagtest, weil guck mal da rechts, ach ne, die Rampe ist für da gewesen. Okay, ja stimmt, ne, alles gut. Ja, es muss ja auch schon ein paar Rampen geben, dass wenn du hier einfach runterfällst, dass du auch wieder zurück kannst, ne? Nee, die meinte ich jetzt nicht. Oben in dem blauen, bei dem Wasser, ist doch diese grüne Rampe. Aber das war die für das Level 2-2. Richtig, richtig. Ja, ich hatte die jetzt gerade nur so gesehen und dachte mir so, hä, was ist das? So, aber nicht lang schnacken. Nein, ich weiß. Wir machen direkt weiter. Und es macht verdammt viel Spaß. Das auf jeden Fall. Burritos! Nehmt eine Tortilla und fügt dann erst gekochten Reis und dann gebratenes Hühnchen, Fleisch oder Pilze hinzu. Gott. Also ist die Reihenfolge hier auch noch richtig? Okay, als erstes Pilze. Pilze habe ich hier drüben. Ja, aber Reis koche ich. Achso, Reis. Das war jetzt gut. Muss das gebraten sein? Ja. Ja. Da sind. Ich bringe den Reis rüber. Und Achtung, da kannst du runterfahren. Werf Reis hier rüber. Ja, warte. Perfekt. Achso, geht ja eh nur ein. So, und dann kommt als erstes Pilze. Ach, shit, jetzt habe ich die Pilze schon auf den Teller gepackt. Das ist doof. Blum. So, Fleisch als nächstes, ne? Genau. Du kannst mir ja Pilze rüberschmeißen zum Beispiel dann. Habe ich perfekt gefangen und habe ihn dann wieder abgelegt. Brauchen wir zweimal Pilze? Hast aber Glück gehabt. Verdammt. Hätte ich fast. Also ich habe zwei fast fertig, also da fehlt jetzt... Ach, ist noch nicht Fleisch. Fleisch ist hier. Ist fertig? Ich meine, ja. So, hier ist Pilze, der Burrito da oben ist fertig. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir nochmal einen mit Pilze, ne? Jo. Fertig? Fertig. So, jetzt brauchen wir wieder Fleisch, okay. Ich schmeiße gleich Reis rüber. Ja, es kommt dreimal Fleisch jetzt. Ja, ich kümmere mich um Fleisch, das ist kein Problem. Ich schmeiß dir auf jeden Fall dreimal Reis rüber. Hab ich dir genau in die Hand geschmissen, hast du das gesehen? Ja, und ich hab's auch fallen lassen. Ja, so wie ich gerade. Hier hast du Teller zum Abwaschen. Ja, sehr schön. Ich kann gerade von meinem Reis nicht weg. Nein, alles gut. Alles super. Wenn du Fleisch fertig hast, dann... Ich habe zweimal Fleisch. Stell's. Ach so, ja, ich kann es auch da unten hinstellen. Stimmt, genau, dann habe ich weniger Laufweg. Hier unten ist. Hier ist Fleisch, ne? Schon gebraten. Jo. Ich habe es leider weiß nur aufs Brettchen gestellt. Ne, ist alles gut, alles gut. So, dreimal Fleisch haben wir. Ich brauche gleich wieder Pilze. Oh. Au! Entschuldige. Ganz weit weggeschmissen. Ich weiß, hätte ich mir sparen können. Zwei Pilze. Reiß nicht einmal unten noch. Genau, stell mir die Teller einfach hin, ich mach schon. Pilze sind zugange. Also zweimal Pilze brauche ich, genau. Zweimal Reis ist dann auch gleich fertig. Hier ist Reis, Pilze. Okay. Das läuft doch. Was brauchen wir? Fleisch. Fleisch, zweimal Fleisch. Nee, einmal. Und einmal achso, einmal Fleisch, einmal Pilze. Reis Pilze werfe ich dir gleich. Ja. Versuch mir die dreckigen Teller bitte auf die Brettchen zu stellen, ja? Weil dann kann ich das Fleisch immer unten hinpacken für dich. Alles klar.
Okay, ja. Wenn das für dich besser ist, dann... Ich bräuchte dann auch mal wieder Reis. Kriegst du? Ja. Okay, wieder rüber. Ich muss noch einmal Reis rüberschmeißen und wir brauchen Pilze. Pilze. Schade. Ja, ich hab's aber versucht. 1030 Punkte. Hey, das war jetzt richtig gut organisiert. Ja, ne? so sollte das ablaufen. War gut. Hallo? Steckt an. Ja, okay. Nee, also das war jetzt richtig gut organisiert. Das hat super funktioniert. Wir müssen das ist halt echt einfach so das Geheimnis. Du musst... Ja. Auch wenn es wahrscheinlich zum Zuschauen spaßiger ist, wenn die komplette Hektik ausbricht, aber du musst einfach die Ruhe bewahren. Oh, guck mal, da ist wieder ein Bonuslevel. Bonuslevel mit Knochen. Kevin 3. Das machen wir die Folge auf jeden Fall noch. 400 Punkte, so schwer kann das ja gar nicht sein. Ja, das dünsten. Ja, mal wieder dünsten. Kennen wir ja schon. Sollten wir ihn kriegen. So, als allererstes müssen wir losmachen. Einfach gedünsteten Fisch. Ich komme okay, ich kümmere mich um Schwimms. Hallo. Geh hoch. Das war eine gute Idee. Klasse, der Junge. Fleisch nehme ich gleich mal mit. Ich nehme Karotte. Achtung, was muss da rein? Ach, Schrimps. Oh, entschuldige. Ich wollte es eigentlich... Das... So, jetzt. Ach. Ja, ich schmeiß dir gleich mal hier runter. Leg's einfach drauf. Ah, ist noch nicht fertig. Mal runter. Ah, nee, geht ja. Kann ich leider nicht. Ja. Was brauchen wir? Jetzt hast du den. Das ist echt anstrengend. Fleischding ist auch gleich fertig. Die Karotten schneide ich dann gleich. Wir haben keinen Teller. Karotte hast du geschnitten? Karotte ist geschnitten und mit Mehl drin. Fisch brauche ich als nächstes. Ja, leg's drauf, lass einfach liegen. Fisch brauchst du. Und Karotte als nächste. Ach, shit. Ja. Teller bräuchten wir, aber ich komm jetzt mit hoch. Ja, ich komm mit hoch. Ich kümmere mich um die Teller, geh du schneiden. Gut. Das war gut. Das hat ein. Unten die Karotte hast du. Das ist nicht gedünstet. Oh, nee, ne? Okay, ich die wir kriegen schneiden. Überhaupt keine Trinkgelder mehr hier. Ja, weil wir einfach zu langsam sind. Und jetzt wollen sie es gar nicht mehr, oder? Fisch gedünstet. Karotte, das machst du gerade. Dann muss die Karotte noch mit Mehl, okay? Karotte ist fertig. Fisch ist fertig. Liegen. Okay. Ja.
Scheiße. Da haben wir jetzt nicht in der richtigen Reihenfolge gemacht, aber es... Ich weiß jetzt vor allem gar nicht mehr, was... Achso, Schrimps. Yes. Das war irgendwie... Ja, das war jetzt ein totaler Reihenfall, würde ich das sagen. Aber alles gut gehen, ne? Das ist das Schlimmste. Ich hab doch hier Schrimps schon. Ah! Was machst du? Achso, ich hab's in der Hand. Was? Ja. Egal, das war. Fehlgeschlagene Rezepte 3 Stück, das ist schon. Ja, das ist schon echt hart, aber wir haben zumindest 2 Sterne geholt. Das war jetzt mal wirklich wieder ein Level, wo wir sagen müssen, Und wenn ihr sagt, wir können nichts, macht's besser. Nein, Spaß. Ja. Aber trotzdem, macht's besser. Und lad's auf YouTube hoch und beweist uns, dass sie es besser gemacht hat. Sonst behaupten kann's jeder. Und übrigens war das auch wieder ein Speziallevel. Darf man auch nicht vergessen, die sind immer ein bisschen schwieriger. Ne? Das stimmt. Wir haben bis jetzt jedes Speziallevel mindestens 2 Sterne geholt. Ja. So, Leute, ne? Das ist doch wohl mal ein Daumen nach oben wert. Denn wir sind schon wieder am Folgenende, lieber Baron. Das geht so fix. Ja. Aber es macht wirklich sehr viel Spaß. Aber ich möchte jetzt gleich gerne mit dir was bereden. Was werdet ihr aber erst erfahren in der nächsten Folge? Jetzt muss ich bis nächste Woche Montag warten. Ja. Das ist mir eine Spur zu heftig. Aber ist halt so. Können wir jetzt nichts machen. Was sollen wir machen? Ist halt so. Was machen? Was muss man machen? Manchmal ist das halt so. Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch nächste Folge gerne wieder vorbei. Dann werdet ihr erfahren, was der liebe Nexus mir denn so zu sagen hat. Und macht es einfach gut. Bis dahin und ciao. Tschüss.